Hallo, Daddy. Hey, da bist du ja. Komm her, lass dich umarmen. Schön, dass du wieder da bist. Hallo, Robert. Wie war der Flug? Hat das geklappt? Oh, danke, Cici. Ja, es lief alles wunderbar. Das freut mich. Ich würde euch zu Ehren heute Abend gerne ein kleines Dinner veranstalten. Daddy, es wird kein Staatsempfang. Da brauchst du keine Angst zu haben. Deine Mutter kommt nachher sowieso rüber. Sie möchte mit uns den Ablauf der Hochzeit besprechen. Also warum nicht bei einem gemeinsamen Abend? Ja, warum nicht? Einverstanden. Ich habe noch einiges zu erledigen, aber so gegen 6:30 könnte ich dann hier sein. Gut, wir werden sicher nicht ohne sie anfangen. Ich werde sie nicht warten lassen. Wir sehen uns. Okay. Bis dann. Bis dann. Tja, dann sage ich Rosa Bescheid. Sie soll schon mal anfangen, das Essen vorzubereiten. Ein Moment. Warte, Daddy. Woher kommt dein plötzlicher Sinneswandel? Weißt du, Liebling, während du in New Orleans gewesen bist, habe ich mal in Ruhe über unser Verhältnis nachgedacht. Naja, jedenfalls habe ich mir überlegt, dass wenn ich mich weiterhin gegen deine Heirat mit Robert wehre, du dich wahrscheinlich immer mehr von mir entfernen würdest. Das wäre furchtbar. Ich wollte immer nur das Beste für dich. Auch wenn es nicht immer das Beste für mich ist. Hauptsache, du bist glücklich. Eine Ursache. Setzen wir uns doch. Hat es dir in New Orleans gefallen? Ja. Ich nehme an, Eden hat ihre Version der Geschichte schon in Umlauf gebracht. Eden hat nur erwähnt, dass Robert mit ein paar Leuten Ärger gehabt hat. Ja, den hat er gehabt. Aber das ist jetzt ausgestanden. Wir haben uns erst überlegt, ob wir dort bleiben, weil uns das Haus so gut gefiel. Robert meinte, der perfekte Ort für die Flitterwochen, aber dann haben wir uns anders entschieden. Es gibt so viele schöne Plätze auf der Welt, Liebling. Schau dir ein paar an, ich stelle euch, wann immer ihr wollt, meinen Firmenjet zur Verfügung. Du brauchst es mir nur zu sagen. Lieb von dir. Ich schlage vor, dass du jetzt Mama anrufst. Mach ich gleich. Weißt du, was den schönsten Tag meines Lebens vollkommen machen würde? Was? Eine Doppelhochzeit mit Mom und dir. Das wäre traumhaft. Ja, aber es bleibt ein Traum. Ich dachte, ihr würdet euch wieder so gut verstehen. Das schon, aber es reicht nicht. Wir sind einer Meinung, was euch angeht. Dich, Eden und Mason und Ted, aber nicht darüber hinaus. Wenn sie heute Abend zum Essen kommt, dann nur wegen deiner Hochzeit. Deswegen bitte ich dich, dieses Thema nicht zu erwähnen. Also gut. Ist Cassie oben? Nein, sie ist noch im Büro. Du kennst Mason, er ist ein Ausbeuter. Wenn ich heirate, lässt er sie hoffentlich keine Überstunden machen. Weiß Ihnen überhaupt, ob Cassie meine Brautjungfer sein wird? Ja, und zwar von Cassie selbst. Cassie fühlt sich in dieser Rolle nicht sehr wohl. Ach, es ist doch nicht ihre Schuld. Eden ist diejenige, die den Ärger verursacht. Wenn ihr euch ein wenig Mühe geben würdet, könntet ihr damit fertig werden. Ich wüsste wirklich nicht, wie. Sie hat noch nicht einmal eine Einladung bekommen. Denkst du, das war ein Versehen? Nein, das war ein Fehler. Ja. Edens. Sie ist deine Schwester. Und sie ist zurzeit mein größtes Problem. Seit sie weiß, dass ich Robert heiraten werde, macht sie mir das Leben schwer. Deshalb will ich sie auch nicht auf meiner Hochzeit sehen. Ich werde vor dem Essen noch ein paar Besorgungen machen. Bitte vergiss nicht, Mama anzurufen. Ich denke dran. Dann bis später. Ich glaube, du verstehst mich am besten, Daddy. Hm. Renfield? Craig? Na, wird's bald, Leute? An die Arbeit! Was machen wir mit mir an Führungsqualitäten? Was willst du denn hier? Oh, du hast mir auch sehr gefehlt, Darling. Schön, und jetzt verschwinde wieder. Es ist hier nämlich viel zu riskant für dich. Und für mich auch. Ich muss mich auf meine Rolle konzentrieren. Von jetzt an bin ich wieder Robert, der Edelmütige. Quinn ist für dich zurzeit nicht verfügbar. Mach dich nicht lächerlich. Wir sind hier völlig ungestört. Denkst du etwa, dass ich sonst hierher gekommen wäre? Renfield hat heute ihren freien Tag.
Und Craig wird nicht vor einer Stunde wieder hier sein. Die Umstände sind ideal. Lass das. Es ist zu riskant. Feigling. Tja, erzähl doch mal ein bisschen von deinem Kurzurlaub. Hat es sich wenigstens gelohnt für dich und deine Verlobte? War es schön? Erzähl ich dir ein anderes Mal. Geh jetzt. Du gefährdest noch unseren Plan, wenn du dich nicht beherrschst. In New Orleans wäre es dir ja beinahe gelungen. Mir? Mhm. Ich bin schuld. Wer sonst? Jetzt hör mir mal zu, Quinn. Wenn du mir nicht sofort sagst, was auf der Plantage los war, dann kann ich für unseren Plan leider nicht mehr garantieren. Ich hatte ein bisschen Ärger, im Grunde genommen aber nicht der Rede wert. Das heißt, ich stehe wie geplant in einer Woche vor dem Altar. Und heute Abend bin ich auf einer Dinnerparty bei meinen zukünftigen Schwiegereltern. Ich will trotzdem wissen, was passiert ist. Oh, du willst alle Einzelheiten hören. Du weißt doch, dass ich nie ins Detail gehe. Du Mistkerl, du genießt es, mich zu quälen. Es amüsiert mich zuzusehen, wie du dich selbst quälst. Was glaubst du, wer du bist? Im Moment versuche ich, Robert zu sein, wenn du mich lässt. Das würde ich. Leider läuft nicht alles nach Plan. Deswegen bin ich hier, nicht etwa aus Sehnsucht. Craig und Eden wissen von der Zelle im Keller. Sie sind ins Haus eingedrungen. Roberts Notizbuch haben sie auch gefunden. Sind sie zur Polizei gegangen? Wieso sollten sie? Sie wissen ja nicht, dass du in Wirklichkeit gar nicht Robert bist, aber sie werden so lange rumschnüffeln, bis sie etwas finden. Hinzu kommt, dass Robert todkrank ist. Was, wenn er es nicht übersteht? Dann sag mir, was du jetzt vorschlägst. Begreifst du denn nicht, dass wir so nicht weitermachen können? Ich schlage vor, dass wir uns zurückziehen, dass wir aufgeben, bevor es zu spät ist. Aber wir werden doch jetzt nicht kneifen. Die Hochzeit wird stattfinden, wie geplant. Wir stehen kurz vor dem Ziel. Jetzt heißt es nur noch durchhalten. Du bist so in deine Romanze mit Kelly verstrickt, man könnte meinen, du seist blind du vor Liebe. Du bist rasend vor Eifersucht. Nein, Quinn, es ist die Angst, entdeckt zu werden. Eden und Craig sind in mein Haus eingebrochen und jetzt fangen sie an, in meiner Vergangenheit zu stöbern. Geh zur Polizei. Ich soll zur Polizei gehen? Oh, das ist eine fabelhafte Idee. Sie ist genial. Was wollen Sie wissen, Lieutenant? Wozu die Gefängniszelle? Oh, das ist mir schrecklich peinlich. Nun ja, wissen Sie, die gehört für mich zum Liebesakt. Los, raus hier. Wie kommt's denn, dass du dich auf einmal ums Geschäft kümmerst? Ich kümmere mich immer ums Geschäft, Craig. So wie gestern, als das Aktionärstreffen stattfand? Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass sie dir die Geschäftsreise nicht abgekauft haben. Das wird daran gelegen haben, dass du es nicht richtig rübergebracht hast, Craig. Oh, ich tue, was ich kann, Bobby. Was man leider von dir in diesem Unternehmen, das am Rande des Bankrotts steht, nicht behaupten kann. In einer Woche wirst du heiraten. Wie willst du für deine Frau sorgen? Oder hast du vielleicht vor, dich von ihr aushalten zu lassen? Es reicht, Craig. Ich habe genug von deinen Anspielungen, Beschwerden und Verdächtigungen. Dein ganzes Benehmen hängt mir zum Hals raus. Und weißt du, warum ich es so lange erduldet habe? Aus Rücksicht auf deinen Liebeskummer wegen Kelly. Und weil ich auf deine Hilfe angewiesen war. Aber alles hat seine Grenzen und die hast du endgültig überschritten. Du hast Eden gesagt, dass ich eine Affäre mit Deborah London hätte. Stimmt das nicht? Es geht dich zwar nichts an, aber nein, habe ich nicht. Und jetzt lass mich in Ruhe. Ich will weiterarbeiten. Also verschwinde. Nee, du willst. Oh, übrigens, Herr Eden hat mir erzählt, dass dir ein paar von Tonnells Leuten in New Orleans Schwierigkeiten gemacht haben. Es ist seltsam, Bobby. Solange wie ich für Tonnell gearbeitet habe, müsste ich eigentlich jeden in der Organisation kennen. Aber ich habe noch niemals etwas von einem gewissen Quinn gehört. Tja, Craig. Du gehörst ja auch zum Fußvolk. Du hast doch nicht ernsthaft geglaubt, dass Tonnell dich, in alle großen Geschäfte eingeweiht hat, die er mit den hohen Tieren gemacht hat. Offenbar hast du vergessen, Bobby, dass ich nach Tonnells Tod eine höhere Position innehatte. Wie auch immer. Bis morgen. Ich hab's dir ja gesagt. Hast du jetzt endlich begriffen? Er tappt im Dunkeln. Er hat nichts Konkretes in der Hand. Noch nicht. Er und Eden werden nicht mehr locker lassen. Deshalb lass uns aussteigen, bevor es zu spät ist. Oh nein. Auf keinen Fall. Wir haben zu viel reingesteckt. Außerdem kann gar nichts mehr schiefgehen. Los, Eden, sag, was gespielt wird. Ich merke doch, dass da was nicht stimmt. Findest du es fair, mich so ahnungslos zu dieser Dinnerparty gehen zu lassen, damit mich dein Vater wieder für irgendetwas benutzen kann? Er hat nichts dergleichen vor.
Was hat er dann vor? Ich habe geschworen, nichts zu sagen. Eden. Eden. Mama. Bitte. Daddy will Robert zu verstehen geben, dass er will Kelly aus dem Testament streichen. Er will seine eigene Tochter enterben? Er enterbt sie nicht wirklich. Er tut nur so vor. Robert, er möchte ihn auf die Probe stellen, beziehungsweise... Ihn davon abhalten, Kelly zu heiraten, weil er meint, dass Robert nur an ihrem Geld interessiert sei und aufgrund dessen die Hochzeit platzen wird. Ich bin von deinem Vater schon Schlimmes gewohnt, aber damit übertrifft er sich selbst. Ach, ich finde es ja auch nicht gut, aber du kennst Daddy. Ja, ich kenne ihn. Trotzdem hätte ich es nicht für möglich gehalten, dass er seiner eigenen Tochter so etwas antut, nur weil ihm der Bräutigam nicht... Darum geht es gar nicht. Mama, Daddys Befürchtung ist nicht ungerechtfertigt. Inwiefern? In Roberts Leben gibt es eine Frau namens Deborah London. Ja, es hat sehr gut geschmeckt. Ein Anruf für Sie, Mr. Capwell. Vielen Dank, ich komme. Und ihr entschuldigt mich bitte. Natürlich. Hallo? Ja, das Timing ist perfekt, Ivan. Ja, wir fangen gleich an. Möchte jemand einen Brandy? Ja, ich. Das ist eine gute Idee. Ich bringe Ihnen einen mit. Ja, das ist sofort zu erledigen, Ivan. Es ist mir egal, wie Sie das finden. Denn sie wird es nicht fertigbringen, ihn zu bitten, einen Ehevertrag zu unterschreiben. Ich habe keine andere Wahl. Streichen Sie Kelly aus meinem Testament und machen Sie das bitte sofort. Okay. Tut mir leid, aber das musste erledigt werden. Schon gut. Wir reden über die Hochzeit. Mama möchte unbedingt mein Brautkleid sehen. Ja, und? Ja, macht nur. Lasst euch nicht aufhalten. Ich muss sowieso verschwinden. Es ist spät geworden. Sie wollen uns verlassen? Ja, ich habe noch etwas zu tun. Ich verzichte ungern auf dich, aber wir sehen uns ja morgen nicht mehr. Na klar. Bis morgen. Ja. Gute Nacht, Robert. Gute Nacht. Tut mir leid, dass Sie schon gehen müssen. Ich dachte, wir könnten noch einen Brandy trinken und uns vielleicht noch ein bisschen unterhalten. Ja, warum eigentlich nicht? Aber wenn ich vorher mal kurz telefonieren dürfte... Bitte gehen Sie in mein Büro. Oh, danke. Und? Es hat seine Wirkung nicht verfehlt. Er wollte sofort nach Hause und nur weil ich ihn gebeten habe zu bleiben, ist er schnell nochmal rübergegangen, um zu telefonieren. Woher willst du wissen, dass er dich gehört hat? Da bin ich sicher. Er hat mich gehört. Ich habe laut gesprochen und er hat fast neben mir gestanden. Er hat alles mitbekommen, keine Frage. Er war plötzlich wie verwandelt und wollte auch nicht länger bei uns bleiben. Was wird Kelly sagen? Meine Güte, etwas Besseres konnte ihr nicht passieren, Schatz. Dann versuche das einmal zu erklären, Daddy. Daddy? Ich... Was machst du denn hier? Ich wollte Daddy nur besuchen. Das wird doch wohl noch erlaubt sein, Kelly, oder? Immerhin ist er auch noch mein Vater. Oh, ich bin ganz froh, dass du hier bist, weil ich dich dann gleich mal über einen Irrtum aufklären kann. Bitte, lass uns doch nein, nicht wieder... Nein, hör mir zu. Quinn war einer von Tonnells Männern, die versucht haben, Robert zu entführen und umzubringen. Ach ja? Und das hat Robert dir erzählt? Nein, Quinns Mutter. Er kam selbst in das Haus, in dem wir waren, und hat Robert bedroht. Er wurde erst eingesperrt und dann weggebracht. Du kannst dir also weitere Lügen ersparen, weil ich die Wahrheit kenne. Robert! Was ist denn? Du darfst mich doch nicht in diesem Kleid sehen! Schnell, schau weg!